Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Let's Play Leafle League. Ich glaube, es ist die Folge 3, aber diesmal sind wir keine drei Personen, sondern wir haben uns einen vierten dazugeholt. Wir haben schon wieder versprochen, ist mir völlig egal. Dazugeholt den Dimitri Chalai. Das ist seines Zeichens der Trainee in der GameStar. Also im Endeffekt habe ich so die ganzen günstigen Hallo, Mitarbeiter. Hallo, der Trainee in der GameStar. Der Trainee. Er ist einer von... Alpha-Trainee. So, nee, er ist der Gamma-Trainee neben mir. Möchte der Dimi seinen Pegel noch etwas erhöhen? Nee, möchte er nicht. Kann doch ein. Dimi ist raus. Ich bin da. Jetzt ist er beleidigt. Das ist bei Dimi immer ganz schwierig. Sobald man was falsch zu ihm sagt, reagiert er sehr emotional. Ja, Dimi ist so ein bisschen die... Lass mich in Ruhe! Fuck off! Lass mich in Ruhe! Also mit dabei sind natürlich wieder Benny und Johannes, die mich schon in den anderen beiden Folgen und im Broforce beglitten haben oder so ähnlich. Genau, um es kurz aufzuklären, hier Wolf McRae ist der gute Benny, Eat More Chicken ist der gute Johannes, Comets ist der leise Dimmy, der immer nur laut flucht und NB Killer bin ich. Immer noch mein Lieblingsname. Danke schön. Ich würde sagen, wollen wir einfach mal starten? Ja, ihr müsst alle mal auf Ready drücken, ja, Freunde. Dimi ist halt Dimi wieder nicht ready. Ja. Dimi, so nicht. Das kann ich gar nicht jetzt schon sagen. So bist du kein Star. Wir spielen jetzt erst noch eine Runde so, ne? Also Free for All und ja, dann. Ja, Free for All. Später bin ich so mal. Leise? Nee, jetzt. Nein, nee, das ist gut. Hat vorher so ein bisschen geklungen. Das ist aber auch, weil der Johannes so ein Organ hat. So, wer ist jetzt. Entschuldigung. Und schon geraped. Ach, Entschuldigung, ich darf das Wort nicht mehr sagen. Fuck. Ah, scheiße. Jochen hat wieder gewonnen, so. Der Dedinger. Jochen gewinnt immer. Das ist, man sieht, Benny hat den ganzen Tag gespielt, gestern noch oder so, und sich sämtliche coolen Skins freigeschaltet. Ah, fuck. Hast du echt gestern gespielt, Benny? Nee, natürlich nicht. Nee, heute. Natürlich. Nein, natürlich. Heute, den ganzen Tag heute. Natürlich habe ich die letzten 48 Stunden nicht damit verbracht, Leafle League zu spielen. Stellt sich halt morgen raus, dass du heute krank gemacht hast. Ja. Ah, geh. Ja, da steht er da wieder. Ja, komm, so. Benny ist ey, ja der, ist auf Testo. Echt, nicht geübt, ist klar. Das ist, weil er so viele Indie-Spiele spielt. Ja, das ist mein einziges Talent. Meine feuerroten Haare. Dein einziges Talent. Bartwuchs würde ich auch noch dazu zählen, Benny. Also. Ich find eigentlich gar nicht, dass ich so einen schönen Bart hab. Also, ich hab viele Freunde, die einen viel, viel schöneren Bart als ich haben. Oh, was ist das denn? Tut euch so als Clique zusammen. Der Benny, nein, ja, Entschuldigung, ist aber auch im Bartverein. Freunde hier. Ja, klar. So ein Bartverein. Und dann, es gibt ja diese richtigen Veranstaltungen, genau, wo die Leute dann ihren Bart prämieren lassen. Ja, klar, also auch wenn man ins Bart gezwirbelt hat. Ja, aber das sind dann eher so meistens so Oldschool-Geschichten. Wobei auch das würde dir ja entgegenkommen, Mr. Hipster. Ich glaube, so meine größte Stärke ist, ich kann mir so Flusen im Bauchnabel sammeln. Das ist halt immer ganz geil. Und aus denen, das war gerade auch ganz geil. Aus denen bei euch mir dann Familienmitglieder. Oh. Scheiße! Ich sollte die Fresse halten. Schlimm, dass Johannes nur in Schubladen denken kann. Das natürlich, dafür bin ich bekannt. Deswegen, so wird man Trainee bei der GameStar. Ich meine, guck dir unser Wertungssystem an. Das gehört Schubladendenken dazu. Das stimmt. 10 Schubladen, um genau zu sein. Nein, das war natürlich nur Scheiß. Nee, da kommst aus der Nummer kommst du überhaupt nicht mehr raus jetzt. Ja, ja. No. Hoppala. No. So. Dimi ist, glaube ich, schon offline. Dimi ist tot. Geil, immer auf den neuen. Oh Gott. Nein, ich stell mich noch davor. Oh, NB Killer. Aha. Du mich auch. Das ist den Haider zerlegt. Oh, das hat schön gemacht. Ah, fix! Das sah sehr Jochen, cool aus. Jochen gewinnt. Ah, Gott. Hör auf zu lachen. Ja, noch eine Runde so? Ja, natürlich. Oder? Jimmy, was sagst du? Jupp. Goil. Es geht ja immer recht fix. Ja. Machen wir noch eine Runde so. Und dann brauche ich aber jemanden, einen starken Mann an meiner Seite. Wie im Knast damals. Dimi, um das nochmal vielleicht noch aufzuklären: der Running Gag ist, den wahrscheinlich keiner lustig findet, wenn es mal soweit ist. Dass Johannes ja einige Jahre im Knast verbracht hat, wahrscheinlich Solingen. Und da auch quasi jeden Tag, naja,
breit gemacht wurde. Du darfst nicht mehr Rape sagen, ne? Nee, ich vermeide das Wort Rape. Was bisher bei Haider passiert ist. Ja. Rape. Johannes wurde geraped. Was haben wir gestern gesagt? Wir wollten einen Kanal aufmachen, Demi, oder mein Kanal wird jetzt grundsätzlich als Kanal für ehemalige Knastis laufen. Haben wir nicht einen Namen? Ich glaube, die Ansichtskarte aus Solingen hieß der Kanal dann. Ja, genau. Scheiße. Wer ist denn überhaupt wer? Demi ist wieder das Krokodil. Ich bin das Krokodil. Ich bin wieder das... Achso, es ist quasi noch dieselbe Konstellation. Fuck it. Ja, um es für den Zuschauer einfacher zu machen. Ich glaube, das ist auch gut so. Ich bin der ständig drauf geht. Oh ja. Oh. Ha. 288, du bist die gut Frau, heute. Johannes. Ich bin die Frau, ja? Mit den coolen roten Haaren. Habe ich gestern schon gesagt. Ach Gott, ja. Spring da voll rein. Dieser Benny. Ja. Oh Gott. Eine Hinrichtung. Benjamin Blümchen spielt auch mit. Was ist denn jetzt los? Ach, so eine Scheiße. Weil wenn du mir den Pass wegnehmen willst. Ja, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Oh! Kam der jetzt von links einfach wieder ins Bild? Sag mal, Benny, du bist... Ja. Ja, nee. Was? Ja, super. Super. Gott. Alpha-Trainee. Also ich bin... Ich denke, es ist offiziell, so, dass Benny cheatet. Soll ich auch sonst können? Oh. Alter, es ist aber in der Tat nicht so ganz verkehrt, was da heute passiert. Es ist ein bisschen verquer alles. Friedbert, du. Ja, ich weiß, ich trau mich doch nicht. Muss man kurz dazu sagen, Friedbert ist der Knastname. Übrigens auch courtesy von Jochen Redinger, also Candyman hier. Oh Gott, Jochen kennt so viele Namen. Wieso bin ich jetzt eigentlich schon wieder weg? Ich war doch gar gut. Wow, oh, der war nicht schlecht. Der Friedbert. Ey, ich führe. Oh Gott, ich bin tot. Fantastisch. Oh, das ist geil, dieses Reinspringen da direkt. Und ihr. Na dann. Gut, dass ihr es nicht übertreibt. Aber schön gemacht, ja. Danke, so. Danke. Ruckelt euer Spiel auch gerade? Jetzt geht's wieder. Ja, bei mir hat es gerade auch geleckt. Das ist. Benny ist raus, jetzt fängt er an zu betrügen. Ja. Fängt er an. Anders kann ich nicht gewinnen. Ihr Kack. Press the lag button. Nein! Jo, ja. Oh ja. Damit hat keiner gerechnet, dass Krüppelheider am Ende doch noch gewinnt. Oh, herrlich. Das ist still im Chat. Das ist still, ja. So, wie gesagt, jetzt möchte ich einen starken Mann an meiner Seite. Ich möchte so. Okay. Dann Team. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es läuft. Ich da oben steht's auf Team. Ja, ja, das habe ich. Aber wie wir jetzt die... danke, Johannes, danke. Also, wenn wir den Johannes nicht hätten, unser Hardware-Experte. So, man wechselt doch Farben. Ach so. Wir können jetzt wahrscheinlich unsere Farben hier oben auch suchen. Wer will denn mit mir ins Team Rot? Ich glaube, jeder. Titi. Ich will zu dir. Mir ist es... Achso, ja. Okay, Demi. Okay. Ja, dann, Okay, Demi. Dann. Hm? Ja. Johannes, deine Chancen steigen nicht, wenn du Bennys Figur nimmst. Achso, ich muss jetzt... Ich muss blau, ja? Oh, ist das gut. Ready. So, ready? Ja, der Demi... ready. Mag nicht, doch jetzt. Ganz ruhig. Ah, ich bin cool. Also selecting stage. Oh, das Schwimmbad. Lange nicht gehabt. Oh. Richtig. Der alte Running Gag. Im Schwimmbad ist viel passiert. Ja. So. Da bekam Friedbert seinen Namen. Friedbert der Flüssige nannte man nicht. Oh Mann, Junge. Nein! Ja, das sind die Vorteile, wenn man Benny im Team ist. Man muss nicht spielen. Ja, lass mich im Stich, Dimi. Lass mich im Stich. Alles cool. Hast du das damals im Schwimmbad auch gesagt? Oh, Baby, yeah! Oh, was ist das? Kacke! Wir rapen dich, Entschuldigung.
5000! It's. Oh fuck, noch geht's noch. Schön. Oh, Benny, das kann nur gut werden. Was ist jetzt los? Yeah. Spinne ich? Oh nein. Sorry. Oh, Benny, doch, doch. Hast du Nutten gesagt? Der kommt nochmal. Oh. Der kommt steil. Oh, hopp, hopp. Ja! Oh, fuck it! Laser! Nein! Nein! Jochen Redinger. Alter, oh, Scheiße. God. Das war gut, das muss ich. Oh, shit. Johannes! Mach mich stolz. Oh. Ja. Nein! Oh. Das quält mal. Lass mich doch nicht so schnell im Stich! Nein! Schau, ich habe ihn dir doch nachgeschickt. Team Rot. Mann. Oder sind wir sogar Team Edward? Ich weiß es nicht. Oh Gott. I like. Wir haben wir schon eine Runde für uns entschieden? Also, was war das? Also ich finde, wir sollten jetzt schon mal Farbe bekennen. Team Edward oder hier, wie heißt der andere? Ich bin Jacob. Jacob, ah, ja. Ja. Okay. Eindeutig. So, Dimi hat er, ja. Ihr teilt euch auch nicht. Körperbehaarung, aber nur in verwandelter Form. Oh, fuck. Oh, yeah. Das ist nämlich das Fiese, wenn du im Team spielst, dann kannst du den Ball halt richtig zuprügeln. Ja. Thema Team Edward, Team Jacob. Ich weiß es nicht. Also wir sind jetzt was, Team Edward? Das ist beides so furchtbar. Ja, ich glaube schon. Schön, schön. Komm. Nein, sorry. Benny hat die Komplettlösung gelesen. Ah, mein Controller hängt so. Ach, der Controller hängt. Ja, manchmal, ich schwöre. Ich habe die Komplettlösung geschrieben. Alle Tipps und Tricks für alle Stages. Benny hat das fucking Spiel programmiert. Oh, das. Nein! Oh. Tja, oh, wir haben am Ende nochmal Land gemacht. Das stimmt, ja. Das ist digitale High Five, würde ich sagen. Ja. Oh, Gott, ja. Das war schlecht. Wir sind. Nochmal, ich möchte ein Rematch mit gleichen Teams. Ich möchte eine Revanche. Okay. Los. Ja. Ich schaffe das. Wo bin ich nehme ich meine Tuse wieder. Kann man auch zu dritt gegen Johannes spielen? Ich glaube schon, ja. Ah, nee. Nein, nicht ready. Das ist ein eigener Modus, Demi. Das ist halt super. Das ist so Team. All against all und Solingen. Im Schwimmbad. Oh Gott. So, wieder bei Johannes daheim. Oh, was ist denn jetzt los? Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Jawohl. Aber jetzt geht's ab. Ja. Ein Vorteil. Ein passt auch wunderbar zusammen. Der ist Krokodil und die Frau. Ja, fick. Fetten Vorschlag. Boxenhammer. Okay. Was ist das eigentlich? Kann mir irgendjemand mal sagen, was das sein soll, was sie da in der Hand halten? Kurze Komplikationen. Jetzt alles wieder Guti. Und Benny hat gemerkt, wir verlieren. Ist also quasi vorzeitig aus dem Spiel rausgegangen. Sowas passiert mit Benny. Da muss man damit leben. Aber ich glaube, wir können schon wieder, oder? Ja. Da war ich auch ready. Wo hast du deine beeindruckenden Spanischkenntnisse her? Hast du die als Türsteher bei der Table Dance Bar in Regensburg erworben? Habe ich was Spanisches gesagt? Komplikationes. Komplikationes. Ja, das ist eigentlich nur, also sprechen wir Oberpfälzer Komplikation aus. Ja, Komplikationes. Oh ja. Boah, aber der Benny halt souverän. Nein! Oh. Ja, also ich bin halt der. Nimm immer das Kind doch beim Namen, auch wenn ich mit dir im Team, Benny, ich weiß, dass du ein Aimboard hast. Ich glaube, der Fachausdruck ist Opfertier für dich. Oh, ja, oh, und jetzt spring hoch! Spuck ihn an. Ich habe jetzt nicht ganz gecheckt, was los war. Nein! Seine Spezialfähigkeit eingesetzt. Ja, das. Er kann den Ball in seinem Mund transportieren. Ja, voll. Gut gemacht, Dimi. Bleib einfach da unten. Verkrümel dich. Was ist denn jetzt los? Jetzt aber, ne? Ich glaube, du musst nochmal machen, dass sich das Spiel aufhängt. Ja, ich dachte auch gerade, das Spielruck ist schon wieder so komisch. Ganz seltsam. Oh, ihr habt es abgelenkt. Was der eine hat es erwischt und dann. Johannes, das schaffst du.
Ah, fuck, auch. Zu spät. Das machst du, komm. Natürlich. Der ist aber auch echt gemein, dieser durch die Wände Ball. Schön. Ah, ich hab doch gehauen. Ach, schade. Ja. Okay. Du müsstest echt so Taunt-Bewegung machen können, ne? Noch ein bisschen voll. Zu demütigen den Gegner. Ach komm, den hatte ich doch. Johannes! Nein! Oh. Ich bin gleich raus. Da weißt du aber auch nicht, in welche Richtung. Also jetzt, das war nicht meins, du. Ja, Benny macht das auch im Alleingang. Ja, das ist schön. Der Benny spielt sich selbst den Ball zu. Wie damals in der Schule. Ja, Wahnsinn. Im Hipster-Ghetto. So. Ja, darüber möchte ich übrigens keine Scherze hören. Das waren schwere Zeiten für mich damals. In der Bibliothek. Wir haben ja gestern auch, Demi. Boah, das gibt's doch nicht. Bei Broforce, als wir über diese Nazi-Hipster geredet haben, diese Nipster. Ob bei denen das auch das hippe Reich ist. Fass nicht wieder auf. Ja, ich kann nichts dafür, wenn die so Spasten so, sich als Hipster verkleiden, obwohl sie Drecks-Nazis sind. Aber das hippe Reich ist schon eine. Naja, ne? Ich sag jetzt nichts dazu. Ah, oh Gott, Benny. Dieser Benny. Glaub, aber du hast sehr schön aufgeholt, möchte ich mal sagen. Willst du nochmal mit uns mittags essen gehen? Wird man schon gelobt. Dafür hast du eine Teilnehmerurkunde, Dimitri. Die kriegt ihr alle. Ja. Was anderes habe ich auch nie bekommen. Hochmütig immer, ist er geworden, der Benny. War immer der Teilnehmerurkunde. Das war ich schon immer. Johannes, wir müssen hier an einem Strang ziehen. Ja. Dimitri, du warst immer der Achiever, oder? Du hast bestimmt immer nur... Spielen wir jetzt alle gegen Benny? Weiter. Geht das? Ich glaube schon, oder? Das müsste gehen, klar. Aber das ist ja doof. Ja, das macht ja keinen Sinn. Dann will ich jetzt mit dem Heider spielen oder so. Okay, wir... komm. Okay, Johannes. Okay. Oh. Habe ich vorhin was angekündigt? Ich möchte eine andere Farbe. Also, ja, so. Okay, so geht's. So ist okay. Okay. Ich möchte nur starke Kontraste. Die kriegst du, mein Freund. Die kriegst du. Komm, dann nehmen wir jetzt beide. Nimm am besten den gleichen Charakter. Das in derselben Farbe, ne? Grün oder rot? Ist auch gut. Oh, wei. Damit man es überhaupt nicht mehr auskennt, Johannes. Das war die klügste Taktik aller Zeiten. Was? Das ist doch überhaupt kein Problem. Johannes sieht jetzt niemanden mehr hier. Das ist so ein Quatsch. Was geht denn da sofort so ab? Was hast denn du eingestellt, Benny? Ich habe vielleicht den Speed minimal erhöht. So dass wir nach 3 Schlägen bei 1000... Was zur Hölle? Dynamik. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wer... Okay. Also, wer den Aufschlag im Endeffekt hat gewonnen jetzt gerade. Wie? Hast du das freigespielt, dass du es so hochstellen kannst? Nee, du kannst es halt auf 128 stellen, dann ist das der Anfangsspeed. Und wenn du natürlich mit einem Slam anfängst... Oh ja, aber ich habe gerade den Ball geklaut. Oh, Freunde. Wie geil. Wer es nicht weiß, ich bin der Baseballspieler mit dem grünen Helm. Achso, ich bin ja gar nicht mehr da. Oh shit. Oh, ja! Oh. Schönes Ding, Flo. Das war nicht ich. Treff dich. Das bin ich. Ich bin in deinem Team, Benny. Oh, sorry. Ich hab überhaupt nicht aufgepasst. Jungs. Hey, schau mal, wie hoch wir es kriegen. Ich bleib einfach nur unter euch. Oh, krass. Okay, der war gut. 16.480. Oh shit. Sehr gut. Das ist wirklich, wer den Aufschlag hat, gewinnt. Wer den Ausschlag hat, gewinnt. Nee, warte. Oh. Oh. Sehr gut. Auch das wie damals im Knast. Oh fuck. Ja, hallo Jungs, ne? Also, das lohnt doch nicht. Ja! Oh, oh. To das Note? Oh ja. Oh. Herrje. Das war eine gute Idee, Benny. Echt eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Wir dürfen uns nicht den Ball gegenseitig immer abnehmen. Ja, weil dann das passiert. Hat Glück. Oh oh. Oh. Oh fuck it. Ich hab noch. Yes, baby!
Nur das Team, das zuerst versagt bei diesen Duellen, hat halt. Oh, nee, sorry, der war mir zu schnell. Ich kann auch nicht widerstehen, diesen Ball zu prügeln. Das macht einfach zu viel Spaß. Schlimm. Oh ja. Ach komm. Oh, Baby. Ja, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Wir machen eine kurze Pause und hauen gleich nochmal eins raus, würde ich sagen. Bis gleich. Tschüss.